ein herzliches Willkommen und Hallo zur Pro League Spieltag 2. Da trifft Alt F4 auf ATR eSports und die beiden kannten sich natürlich schon aus der Liga 3A. Und da sah es so aus, dass in der Hinrunde ATR Probleme hatte gegen Alt F4 und in der Rückrunde dann gewonnen hat. Und jetzt wollte natürlich Alt F4 wieder zeigen, was sie können und insbesondere sich auch jetzt einfinden in der zweiten Liga. Wie es ausgegangen ist, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Anstoß Alt F4 gegen ATR und ATR spielt erstmal nach hinten, merkt schon den hohen Druck von Alt F4 von Minute 1 an beginnend. Und da macht Strike auch schon den Fehlpass an Celebrate und der schießt. Und Choco hält den Ball. Klasse. Siebte Minute. Roman spielt rüber zu Jonas. Jonas macht eine kleine Drehung, flankt rüber. Und dann das Eigentor von Rio. Was ist denn da passiert? Der Torwart hat da keine Chance. Eigentor. Und ja, das war eher eine Annahme. Und der prallt dann ins Tor. 1:0 für ATR eSports. 20. Minute. Alt F4 macht weiter Druck. ATR kann nicht richtig ins Spiel kommen. Baskü hat den Ball und leitet ihn weiter an. Firefighter, der schießt und Choco hält den Ball. Richtig gut gehalten. 34. Minute. ATR darf mal. Rio Wings sieht Daniel. Daniel läuft jetzt in den 16er. Er will nochmal flanken und die Flanke wird gefährlich auf die Latte. Meine Herren, war das gefährlich. 45. Minute, Kategorie, gutes Pressing. Roman hat den Ball, könnte abspielen, verliert den Ball aber. Von rechts kommt Rusti, holt sich den Ball, geht in die Mitte, vier Mann um sich rum, er schießt, Schuss, Tor. Meine Herren, den hat er aber reingesemmelt und das ohne mit der Wimper zu zucken. Vier Leute um ihn herum nach dem Ball gewinnen und das ist ihm egal, er schießt einfach und macht das Ding rein. 2:0 für ATR. 48. Minute, lange Szene, Freistoß für ATR, schießen wird Danelinho. Der ist nicht gut geschossen, genau in die Mauer, er wird rausgeschlagen, Marco hat den Ball, spielt ihn rüber zu Roman. Roman verspringt den Ball, somit Verlust, Divine hat den Ball, spielt lang zu Firefighter. Firefighter läuft und läuft und läuft und dann links am Torwart vorbei, ganz easy macht er ihn rein. Richtig schön gespielt von Alt F4 und da sah Roman genauso wie der Torwart nicht recht gut aus, aber schön gespielt. Und ja, der Torwart wollte rauskommen und wird dann umlaufen. 2:1. Wieder mal Kategorie gutes Pressing. Roman versucht den Ball zu kontrollieren. Grätsche, zweiter Versuch. Roman hat den Ball, verliert ihn wieder. Und dann hat Baskü den Ball, packt sich ans Herz. Schuss, Tor. Und das mitten ins Herz von ATR eSports. 2:2, stark gemacht von Alt F4. Muss man einfach mal zugeben. Antwortet ATR. Kumrak mit der Flanke zu Rusti. Die rutscht durch zum Daniel. Daniel macht eine kleine Drehung, zieht rein, nochmal Flanke, was für eine komische Annahme von Rusti, jetzt köpft aufs leere Tor, Pfosten, meine Herren, was für eine Chance. 90. Minute, letzte Szene, Kumbak wirft ein, versucht ihn lang auf Rusti zu bringen, Kopfball, aber sehr schwach, Schobo, keine Probleme, gehalten. Das war das Spiel, Alt F4 gegen ATR eSports. Und das war ein schönes Spiel. Dennoch muss man sagen, natürlich viel Pressing, viele Fehlpässe, sehr viel Unsicherheit im Spiel. Und wir hoffen natürlich auch, dass bei beiden Mannschaften das sich legen wird in der laufenden Saison. Alt F4 hat gegen ATR sozusagen den ersten Punkt geholt und steht damit auf Platz 10 der Pro League und ATR eSports auf Platz 3. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Abo da, liken, kommentieren, teilen wäre natürlich auch schön. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch in die Gerüchteküche auf Facebook mal nachschauen und auf proleague.de und proclubs.de. Ja, das war's von mir. Ich bin raus. Euer LT Rustikal meldet sich vom Dienst. Tschüss.